willkommen zur heutigen Fragerunde zum Thema Hundeerziehung. Und gleichzeitig möchte ich euch etwas darüber erzählen, wie ich die ersten 2 Wochen mit meinem eigenen neuen Hund verbracht habe, worauf ich Wert gelegt habe, damit es euch nicht zu langweilig wird. Und ich hoffe, das interessiert euch. Ich habe dieses Mal mit Odi doch einen ganz anderen Fokus gehabt als bei meinen anderen Hunden. Das ist ja schon jetzt eine ganze Weile her, dass ich meinen Pieps und meinen Nemo bekommen habe. Den Pieps habe ich jetzt seit 9 Jahren und Nemo tatsächlich seit 11 Jahren. Dazwischen hatte ich zwar natürlich Betreuungshunde, aber keinen eigenen Hund, also keinen eigenen neuen Hund. Ich habe immer schon geliebäugelt mit noch einem dritten Hund. Allerdings war einfach die Wohnsituation nicht so, es war einfach nicht möglich. Ich habe gesagt, das möchte ich nicht. Also einem neuen Hund das so antun, das war mir zu eng. Und jetzt erst mit dem Hauskauf und dem Umzug im April habe ich eben die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich schaffe mir einen dritten Hund an und es soll ein junger Hund sein, ein Welpe bzw. ein Junghund. Und so ist Odi eingezogen, jetzt morgen vor 2 Wochen. Wie bin ich auf Odi gekommen? Ich habe dann angefangen zu suchen. Ich hatte so ein bisschen meine Kriterien. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an, dass ich euch erzähle, wie ich dazu gekommen bin. Und dass es genau der Hund wird. Also was waren so meine Kriterien bei der Suche nach einem Hund? Ich wollte einen kleinen bis mittelgroßen Hund. Ich wollte jetzt keine Nemo-Größe, also kein Schäferhund. Also mir war egal, ob es so Piepsi-Größe oder etwas größer ist als Piepsi. Nur eben nicht zu groß. Das liegt daran, dass der Pieps besser mit kleinen Hunden zurechtkommt als mit großen Hunden. Und da ich eben einen jungen Hund bzw. Welpen haben wollte, weiß ich, die großen Welpen, wie zum Beispiel Labrador, damit kommt Pieps nicht wirklich gut klar. Ne, wenn sie kleiner sind, kommt er besser damit klar. Ich hatte mir wirklich eine Zeit lang überlegt, mir einen Zwergpudel anzuschaffen, weil ich ja so gerne wandere und die sind klein und handlich, kann man gut mitnehmen und hatte dann wirklich auch schon Kontakt zu dem einen oder anderen Züchter, habe dann so ein bisschen hin und her überlegt, habe die Idee mit dem Zwergpudel mittlerweile wirklich wieder verworfen. Es ist nicht so ganz meine Hunderasse. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, die schleppen Kletten an ohne Ende und die Fellpflege, wir brauchen ja doch sehr viel Pflege, also habe ich den Zwergpudel wieder verworfen. Ich habe den Züchter dann auch wieder verworfen. Ich wollte eigentlich als nächsten Hund einen Welpen vom Züchter mit 8 Wochen und dann eben den kleinen süßen, niedlichen Knopf hier aufwachsen. Das war so mein erster Plan und dann habe ich das verworfen, habe gesagt, nein, ich gehe lieber in den Tierschutz wieder. Und dann ging eben so ein bisschen die Suche los. Und dann ist es auch im Tierschutz natürlich nicht ganz so einfach. Ich habe dann erstmal geguckt in meiner Freundesliste, wo werden Hunde geteilt, was werden für Hunde geteilt, was ist das für ein Tierschutzverein. Habe mir dann die Facebook-Seite angeguckt, habe mir die Homepage angeguckt und habe geguckt, was gibt es für passende Hunde für mich. Ich wollte also, wenn es aus dem Tierschutz ist, wenn die aus dem Ausland kommen, sind die eben 16 Wochen alt. Also ich wollte einen Welpen, beziehungsweise es ist dann eigentlich schon ein Junghund mit 16 Wochen. Also sie sind so gerade im Übergang. Der Odi jetzt ist natürlich, jetzt ist er schon 19 Wochen alt, also fast 5 Monate. Und damit wirklich ein Junghund, kein Welpe mehr. Und okay, das stand für mich fest. Ich wollte eben keinen erwachsenen Hund, weil ich für mich denke, mit den vielen Hunden ist es für einen jungen Hund einfacher hineinzuwachsen als einen erwachsenen Hund. Na, also natürlich kann ich auch mit einem jungen Hund da Probleme bekommen, aber ich habe gedacht, so zwecks Ressourcenverteidigung ist es vielleicht einfacher, wenn ich mir einen jungen Hund hole statt einen erwachsenen. Dann wollte ich eben vom Körperbau beim Zwergpudel bleiben, also kein Zwergpudel mehr, aber eben der Körperbau. Das heißt,
Ich wollte einen Hund haben mit hohen, langen Beinen. Entschuldigung. Mit langen Beinen. Und das war mir ganz wichtig. Also lange Beine. So vom Körperbau, ne? Also kurzer Rücken, beziehungsweise im Vergleich zu dem Körperbau, kurzer Rücken, lange Beine. Und nicht irgendwas so wie Piepsi ist, langer Rücken, kurze Beine. Das wollte ich nicht. Das führt einfach dazu, dass die Hunde Probleme mit dem Bewegungsapparat haben. Die können nicht so gut laufen. Ich wollte also einen Hund vom Gebäude her ausgeglichen. Das war mir wichtig. Dann wollte ich die Mutterhündin sehen. Also ich will keinen Hund, will ich immer noch nicht, auch wenn irgendwann der nächste Hund einzieht. Das dauert noch ganz, ganz lange. Aber ich möchte keinen Hund haben, wo ich, der im Endeffekt trotzdem zwar aus dem Tierschutz kommt, aber vom Vermehrer. Also war mein Kriterium, okay, ich muss irgendwo sehen, der Hund hat eine Mama. Ja, war mir ganz wichtig. Und dann bin ich eben einfach über Facebook. Habe ich immer geguckt, okay, was für Tierschutzhunde, was für Vereine teilen meine Freunde? Und so bin ich über diesen auf den Verein gestoßen, Hundeherzen Apparif e.V. Und da habe ich eben, die hatten zu der Zeit zwei Würfe, eben diesen Wurf, wo der kleine Odi her ist, und einen zweiten Wurf, die waren noch mal jünger mit Rataneros. Und die Rataneros hatten aber alle eben Stummelruten, also angeborene Stummelruten. Und ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass der Hund einen Schwanz hat. Weil wenn die Hunde eben Stummelruten haben, dann neigen die auch ganz da arg zu Spondylose. Na, also ich wollte einen kleineren Hund haben. Ich wollte vom Gebäude her einen hochbeinigen Hund haben, der sich also auch gerne bewegt. Dann eben Mama sehen. Dann wollte ich Fotos und Videos von dem Hund haben am liebsten. Also nicht so, hier hast du ein Foto, das ist dein Hund, nimm oder nimm nicht. Das fand ich nicht wirklich. Ich hatte mit einer ganz kurz geschrieben, das fand ich nicht nett. Und die Maribel hat sich ganz viel Zeit genommen für mich und hat mir sehr viele Videos geschickt. Ich konnte mir die Videos angucken, konnte mir den Hund, den ich dann adoptiert habe, anhand dieser Videos aussuchen. War mir ganz wichtig. Ich habe mir den Hund ausgesucht, der in der Gruppe der aktivste war. Jetzt die letzten 2 Wochen, manchmal verzweifle ich daran, aber okay. Also ich habe mir den aktivsten ausgesucht und der so vom Sozialverhalten, das, was ich auf den Videos gesehen habe, wirklich nett und freundlich war. Und dann habe ich eben gewartet, weil ich hatte mir den Hund, glaube ich, mit 8 Wochen ausgesucht und dann hat es ja eine Weile gedauert, als ich den Hund zu mir genommen habe. Und jetzt geht es natürlich dann für euch um das Wichtige. Was habe ich denn mit dem Hund jetzt die letzten 2 Wochen gemacht? Das ist so ein bisschen ganz anders zu dem, was ich früher gemacht hätte oder gemacht habe. Ich habe den Hund abgeholt in der Nähe von Frankfurt und ich hatte gekochtes Hühnchen dabei und Trockenfutter. Und hatte eben gleich meine Futtertasche parat, sodass ich von Anfang an möglichst nicht an dem Hund rumzuppeln muss, sag ich mal. Und das Erste, was ich dem Hund beigebracht habe, ist Markersignal. Noch während die Hunde dort waren, das war so ein eingezäuntes Gelände, da mussten halt Geschirre getauscht werden. Sie durften sich ein bisschen bewegen. Noch da habe ich das Markersignal konditioniert. Also ich benutze Markerwort, das ist CAICK. Das kann ich jetzt leider nicht aussprechen, weil meine Hunde hier sind. Und das habe ich ihm noch dort beigebracht, bevor wir überhaupt losgefahren sind. Ich habe ihm gleich Adaptiertabletten gegeben. Das Adaptil verwende ich sehr gerne. Das Adaptil Express. Das sind so Nahrungsergänzungsmittel, die helfen in stressigen Situationen. Also wenn der Hund noch gar nicht so wirklich Angst hat, sondern wenn man weiß, okay, jetzt habe ich mit meinem Hund eine stressige Situation, dann kann ich ihm diese Adaptiertabletten geben. Da diese Situation für den Hund komplett stressig war, habe ich erstmal Adaptiertabletten mitgehabt, um ihn gleich. Ich hatte ihn, habe dann gesagt, oh, schau mal hier, lecker Fressi, habe ihm eine Adaptiertablette gegeben, er hat die so gegessen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Hunde kamen zu viert. Drei davon sind eben in Frankfurt ausgestiegen und sie hatten einen 24-Stunden-Transport über Land. Das heißt, es war super viel. Dann wurden sie von den Tierschützern dort abgeholt, von diesem Transporter auf dieses Gelände gebracht. Ich habe Odi gleich genommen, als er sozusagen aus dem Auto ausgestiegen ist. Also ich hatte ihn dann gleich an der Leine, dann haben wir das Geschirr umgezogen,
Und das war super aufregend für ihn. Ich hatte jemanden dabei, der sich während der Autofahrt so ein bisschen um ihn gekümmert hat. Und schon als ich dort war mit ihm, habe ich geschaut, dass ich, also klar, Markersignal, er kannte halt nichts, er konnte auch keinen Rückruf oder sonstiges. Also habe ich mit ihm eben im Marker gearbeitet und relativ viel Umwelterkundung zugelassen. Umwelterkundung, das war das, worauf ich die erste Woche auch immer noch sehr viel Wert lege. Ich wollte, dass der Hund möglichst frei seine Umwelt erkunden kann, frei, damit es nicht gemeint, ich leine den Hund draußen ab, sondern erstmal innen. Und dass der Hund die Chance hat, die ersten Tage innen seine Umwelt zu erkunden, Haus und Garten, und langsam mit den anderen Hunden in Kontakt tritt. Das Kennenlernen mit den Hunden habe ich Samstagabend noch gemacht. Er war dann auf der Autofahrt doch recht ruhig. Da war ich ganz super und happy. Ich hatte extra Reisetabletten noch dabei und habe ihm auch eine halbe Reisetablette gegeben, die aber, glaube ich, nicht braucht. Er ist wirklich ein super guter Autofahrer. Das weiß man ja vorher nicht. Daher wollte ich darauf vorbereitet sein. Und habe ihn kurz im Auto gelassen, habe die anderen Hunde hinten eingeladen und wir sind eine Runde gelaufen. Das sah einfach nur so aus, dass die erwachsenen Hunde mal kurz an ihm schnüffeln durften. Er war auf meinem Arm und mehr nicht. Also er war an dem Tag nicht imstande, wirklich mit den erwachsenen Hunden zu interagieren. Und man kann jetzt nicht sagen, dass er im Endeffekt da, also dieses, wir fahren noch mal kurz in den Wald, gehen eine Runde, das war eher für die erwachsenen Hunde. Ich habe ihn einfach getragen, ich habe ihn so ein bisschen auf dem Arm gehabt und dann bin ich mit ihm runtergegangen, damit die erwachsenen Hunde an ihm schnüffeln konnten. Ja, und das war so das Einzige, was wir Samstag noch gemacht haben. Dann durfte er in den Garten, er durfte im Garten dann mal Pipi Kaka machen. Und das war der Samstag. Den Sonntag, da hat es ganz viel geregnet, da habe ich nicht viel gemacht. Ich war mit den Erwachsenen ein bisschen spazieren. Haben wir gerade so eine Regenpause abgewartet. Da haben wir ihn mitgenommen, haben ihn eigentlich, glaube ich, 3/4 des Spazierens habe ich ihn getragen oder meine Schwester hat ihn getragen. Also da war einfach noch nicht viel. Und der Samstag war halt sehr viel für ihn. Er hat dann die Nacht schön geschlafen. Er schläft noch, leider noch nicht durch. Also ich bin seit 2 Wochen so, dass ich eigentlich jede Nacht einmal oder zweimal aufstehe. Er hatte eine Nacht, wo er mich erst kurz vor 6, 6:10 wach gemacht hat. Es ist um 6 stehe ich auf. Bisher nur einmal. Ansonsten hat er mich wach gemacht. Entweder er musste, er hatte Hunger, er hatte Durst, wie auch immer. Also da sind wir leider noch nicht so auf dem grünen Zweig. Aber es wird. Ja. Und dann war ich mit ihm auch schon spazieren. Ich habe immer ein Sicherheitsgeschirr verwendet. Also mir war das sehr wichtig. Wenn man so einen Hund adoptiert aus dem Tierschutz, auch wenn der erst 16 Wochen alt ist, wissen wir nicht, wie der Hund auf die Umweltreize reagiert. Das heißt, ich hatte ein Sicherheitsgeschirr und also ich habe einen GPS-Tracker, ich habe einen Halsband mit Telefonnummer an, noch eine Marke mit Telefonnummer am Geschirr und Tassomarke und eben GPS-Tracker, dass ich auf der sicheren Seite war. Und ich habe ihn dann langsam in den Gassi-Service eingeführt. Die erste Woche hatte ich ihn einmal mit. Meine Schwester war zu Hause. Am Montag musste er beide Runden mit. Also gleich den zweiten Tag. Da habe ich ihn sehr viel getragen. Er war nur so pro Spaziergang 10 Minuten, Viertelstunde unten. Ist ein bisschen gelaufen. Den Rest der Zeit habe ich ihn getragen. Ich habe so eine Tragetasche. Und die anderen Tage ist er immer nur eine Runde mitgegangen. Wurde auch noch sehr viel getragen. Und wenn er unten war, habe ich mich sehr viel nach ihm gerichtet. Das mache ich immer noch. Das heißt, wenn er läuft, dann laufen wir. Wenn er steht und schnüffelt, bleiben wir stehen und er darf schnüffeln. Das machen wir immer noch. Ich habe teilweise so ein bisschen den Fehler gemacht, bin mit ihm auch so ins Unterholz, also jetzt nicht komplett ins Unterholz, aber so ein bisschen vom Weg ab. Das mache ich jetzt nicht mehr, sondern wir bleiben auf den Wegen und gehen nur so ein bisschen auf diese Wiesenstreifen. Mehr machen wir nicht. Und dann habe ich ihn hier ankommen lassen. Ich bin immer noch viel im Garten mit ihm.
Er ist sehr aktiv, er möchte sehr viel machen, sehr viel gucken, sehr viel spielen. Er zeigt sehr viel Jagdmotivation. Und ich habe einfach geguckt, was hat mein Hund für Hobbys? Welche Hobbys hat mein Hund? Was macht mein Hund gerne? Habe angefangen, mit Futter natürlich zu arbeiten. Habe, als ich dann hier zu Hause war, ich habe den Namen konditioniert. Ich muss ihn ja irgendwie ansprechen. Habe klar mit dem Markersignal weitergemacht. Und habe ihn aber trotzdem schon immer mit rausgenommen. Mittlerweile, also heute, war er zweimal kurz auf dem Arm und wir waren recht lange spazieren wegen den erwachsenen Hunden. Ich wollte ihn dann tragen, er wollte dann aber immer runter. Er fängt dann das Zappeln an und darf auch runter. Das war dann schon recht viel für ihn, einfach geistig, weil es eine neue Umgebung war. Wir waren auf so einer Mäuschenbuddewiese, da haben wir ein bisschen was gemacht. Hatten wir noch eine Begegnung mit, also wir hatten zwei Begegnungen, es war jeweils der gleiche Hund. Und da merkt man schon immer, okay, das ist so geistig noch ein bisschen viel. Lauftechnisch ist er schon wirklich fit geworden. Er hat mit den Hunden hier kaum noch Probleme. Also da hat er sich wirklich total gut gemausert, weil er hatte anfangs natürlich Angst. Es ist eine große Hundegruppe reingekommen. Hier sind immer Hunde, es sind unterschiedliche Hunde da. Es bellt auch mal. Ihr hört es im Hintergrund, es geht einfach, das kann man nicht vermeiden. Und mir war halt wichtig, dass er eben trotzdem Umwelterkundung zeigen kann, dass ich ihn nicht in die Situation hineinlaufen lasse, wo meine Hunde knurren oder aggressives Verhalten zeigen, sondern ich viel manage. Ich habe also sehr viel gemanagt. Ich habe ihn am Anfang viel getragen, auch im Haus, weil er einfach Angst hatte. Er kannte das nicht. Ich glaube, ich habe ihm gleich Tag 2 oder 3 ist er gelaufen. Mittlerweile läuft er. Mittlerweile trage ich ihn nur, wenn er nicht vom Garten ins Haus möchte. Dann trage ich ihn. Und das hat sich alles sehr, also ist alles ganz normal geworden. Die Lara fragt, welchen GPS-Tracker ich verwende. Tatsächlich wirklich nur den von Tractive. Das Einzige, was ich mir habe machen lassen, ist eine Tasche. Das ist beim Odi, der sieht immer so groß aus, der wiegt aber nur so um die 6 Kilo, hat so 40 cm Schulterhöhe. Da ist die Tasche noch etwas wuchtig. Der vom Tractive, dazu habe ich mir noch einen Tauschakku und so, es gibt noch so einen Super-Akku bestellt. Und der Super-Akku hält auch wirklich 5 Tage. Und dadurch, dass ich einen zweiten Akku habe, tausche ich das einfach. Das ist überhaupt kein Problem. Und welchen GPS-Tracker man verwendet, ist eigentlich völlig egal. Man hat immer eine Servicegebühr, weil das ja getrackt wird. Und den GPS-Tracker von Tractive kriegt ihr echt bei Amazon für 30 € mittlerweile. Also der Tracker an sich ist echt nicht mehr so teuer. Mir war das halt wichtig, dass er einen Tracker um hat, weil man weiß halt nie, was ist. Ne, ganz wichtig. Dann vielleicht noch so, welche Signale habe ich ihm bisher beigebracht? Also ich habe dann eben angefangen, Markersignal. Ich finde jetzt so nach 2 Wochen reagiert er sehr, sehr gut auf das Markersignal. Das heißt, wenn ich ihm das Signal sage, es kommt dann häufig auch der Kopf, es kommt die Umwendung zu mir. Das hat schon eine Weile gedauert und sein Name so langsam. Auch da merkt man, okay, er hat verstanden, dass er Odi heißt oder Odini, wird er auch gerne von mir genannt. Das hat echt so ein bisschen gedauert, weil es war halt auch super, super viel. Wenn ihr schon mal einen neuen Hund adoptiert habt, egal ob es ein Welpe ist vom Züchter oder ein Tierschutzhund, sind halt super viele Eindrücke, die die Hunde so haben. Und mittlerweile, also danach habe ich halt angefangen zu gucken, okay, was zeigt eben mein Hund für Hobbys? Und diese Hobbys habe ich benannt. Was bedeutet das? Ich habe angefangen zu gucken, eben diese. Also er buddelt gerne, also habe ich schon buddeln benannt, ich habe gucken angefangen zu benennen, also er schaut sich die Nachbarn an, er hat heute eben bei der Hundebegegnung lange nachgeguckt, es wird gucken benannt, ich habe angefangen wittern zu benennen. Das heißt, ich gehe in die Richtung der Top-20-Liste. Die Top-20-Liste ist eine Art Hobbyliste, eben die von Kumkane entwickelt wurde, mit der wir auch viel bei der Dogwalker-Ausbildung arbeiten. Und damit kann ich sehr gut auf die Bedürfnisse von ihm eingehen, was mir sehr wichtig ist. Ich versuche ihn nur über Management einzuschränken. Das heißt, er hat eben draußen eine Schleppleine um. Er wird hier so ein bisschen mit Kindergittern eingeschränkt, weil er sonst einfach durchdreht, sage ich mal, wenn man ihn nicht so ein bisschen auch mal nimmt und mit Körperkontakt runterbringt. Sonst wird er da sehr überdreht.
Und damit habe ich so in der ersten Woche und auch jetzt noch gearbeitet. Ich arbeite immer noch damit und es kommt immer mehr dazu. Man guckt halt einfach, was mag der Hund, was gefällt dem Hund, was findet er toll. Am Anfang hat er alles gefressen, fand auch das Wolfsblut-Trockenfutter total toll. Jetzt frisst er seit 2 Tagen kein Wolfsblut-Trockenfutter mehr und findet so getrocknetes Hühnchen, getrocknete Ente ganz toll. Und dann ging es weiter. Tatsächlich habe ich erst gestern mit meinem doppelten Rückruf angefangen, was ich ihm beigebracht habe. Davor habe ich am Donnerstag angefangen mit weiter. Weiter bedeutet, okay, wenn du jetzt weiter in den Wald reingehst, dann kommt der Leinenzug und ich hole dich raus, weil er sonst einfach die ganze Zeit mir in das Unterholz rein ist. Das heißt, ich habe damit angefangen. Ich habe relativ zügig Tag 2 oder so angefangen, zwar noch nicht das Sitz auf Signal aufzubauen, aber ich habe mit ihm aufgebaut, wenn du etwas haben möchtest, und das hat er dann auch bekommen, dann setz dich hin und du bekommst es wie Trockenfutter. Also ich habe noch 2 Katzen, ihr habt gerade am Anfang gesehen, da war noch meine Katze hier. Trockenfutter vom Katzenplatz, wenn du raus möchtest, setz dich hin, weil er sehr viel angesprungen ist am Anfang. Sehr viel hochgesprungen und also habe ich sitzen geübt, dann wirst du gestreichelt, dann bekommst du eben Essen und das bietet er immer noch sehr viel an. Das ist also das habe ich viel auch verstärkt ihm am Katzenplatz. Er ist am Katzenplatz hochgesprungen und hat versucht, das Futter zu räubern, was nicht dramatisch ist, aber ich habe ihm beigebracht, okay, wenn du dich hinsetzt, dann kriegst du eben ein bisschen Trockenfutter von der Katze, ne? Ja. Und das erste richtige Signal, was ich mit ihm dann getrainiert habe, also eben Marker und Name, klar, war Touch, also mit der Nase an die 2 Fingerstupsen. Habe ich relativ zügig angefangen. Das haben wir auch schon auf Wortsignal geübt. Das mache ich immer mal so im Garten zu Hause hier zwischendurch. Ich habe es auch dann schon draußen abgefragt. Es dauert bei ihm immer ein bisschen. Er ist draußen sehr aufgeregt. Er ist draußen sehr jagdlich motiviert. Er ist zwar noch jung, aber er sagt, das ist egal. Er ist trotzdem sehr jagdlich motiviert. Und der Touch war mir wichtig, weil man den Hund echt gut damit dirigieren kann. Es ist für den Hund eine super schöne Übung ist und er deutlich mobiler damit ist, als wenn ich jetzt mit Sitz anfange. Und ich habe ihm ja schon Sitzen beigebracht, aber das Wortsignal führe ich jetzt so peu à peu ein. Und heute haben wir zum Beispiel mit den isometrischen Anfassen angefangen. Also das sind so Körpertouches. Mit denen habe ich angefangen, weil er eben sehr aufgeregt ist. Na, und das ist so die Dinge, auf die ich Wert gelegt habe jetzt in den 2 Wochen. Dadurch, dass ich ja die Hundebetreuung mache, ist es für ihn super viel gewesen mit den anderen Hunden. Und klar, wenn wir Begegnungen haben, wir sind zur Seite gegangen, ich habe ihn zur Seite genommen. Und das gehört für mich zum Alltag dazu. Dann ist es ein junger Hund. Das heißt, auch das Thema Stubenreinheit ist noch nicht so ganz perfekt, weil er so aufgeregt ist. Der vergisst auch draußen im Garten Pipi und Kaka zu machen, weil er die ganze Zeit Grashüpfer jagt. Ich versuche auch im Garten, also Grashüpfer jagen ist ein bisschen blöd, weil er eben total abgelenkt ist. Auf der anderen Seite konnte ich super schön stehen und schauen, Anzeigeverhalten schon mal im jagdlichen Kontext verstärken, weil ich habe mich auf die Bank gesetzt und habe immer Marker und Futter geworfen. Also Marker gesagt, Futter geworfen, wenn er eben schön gestanden hat. Und er hatte kein Geschirr dran, keine Leine, wir waren ganz locker dabei. Und das finde ich halt wieder ganz genial. Er ist sehr freundlich zu Menschen. Da muss ich echt mal den Tierschützern mein Lob aussprechen. Er hatte von Anfang an keine Berührungsängste, ist total verkuschelt, lässt sich gerne streicheln. Und da muss ich sagen, finde ich super, super gut. Da bin ich so froh drum, ne, dass das so ist. Dass er eben so, so gut mit Menschen klarkommt und auch fremde Menschen. Wir hatten jetzt schon einige Besucher hier, nicht am Anfang, aber letzte Woche jetzt. Und er ist echt super, super freundlich, ne? Er kommt jetzt halt so in diese Spooky-Periods, also in diese Angstphasen. Das merkt man so ein bisschen. Er ist im Zahnwechsel. Ihm geht es halt nicht so gut, weil er eben ständig hinten die Backenzähne verliert er jetzt. Also so das typische Junghund-Ding. So, jetzt hättet ihr Zeit für eure Fragen. Es war ja von der Lara die Frage zu ihrem Junghund, ob es schlimm ist, wenn man mal nicht spazieren geht. Ich finde das nicht schlimm.
Allerdings würde ich Beschäftigung definitiv durch Enrichment ersetzen. Dass der Unterschied zwischen Beschäftigung und Enrichment ist, Beschäftigung, wir überlegen uns, was macht uns Spaß, was lastet den Hund aus, so ein bisschen. Und bei Enrichment wird mehr geguckt, okay, wie kann ich dem Hund seine verschiedenen Sinne näher bringen, also dass er wirklich alle Sinne einsetzt. Wenn er zum Beispiel eh schon, wenn der Hund viel schnüffelt, okay, Schnüffeln ist abgedeckt, Augen, Ohren, ja, Tasten. Und beim Enrichment ist der Hund selbstwirksamer. Also das heißt, der Hund darf frei entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Ansonsten geht es in die gleiche Richtung. Das finde ich dann sehr wichtig. Ansonsten sind sogenannte Pausentage in meinen Augen nicht schlimm. Odi hatte das auch schon. Dadurch, dass ich erwachsene Hunde habe, muss ich sagen, mache ich das eher selten. Oder also ich mache das eigentlich fast nie, muss ich einfach gestehen. Außer wenn das Wetter so richtig mies ist. Ich möchte einfach nicht, dass meine Hunde wegen den Nachbarn so viel in den Garten machen. Das heißt, wir fahren mindestens einmal am Tag mit den Hunden in den Wald. Aber wenn ich merke, den Hunden geht es nicht gut oder so, dann gehen wir halt nur eine halbe Stunde. Na, ich fahre sehr viel mit dem Auto raus mit den Hunden. Das ist einfach so. Das ist für mich einfach einfacher, als wenn ich hier loslaufe. Okay. Elisabeth sagt, du erwähntest, dass du ursprünglich einen Hund vom Züchter holen wolltest mit 8 Wochen. Mir erscheint 8 Wochen sehr früh. Ich würde 10 Wochen als Mindestalter ansetzen. Was meinst du dazu? Kommt auf den Züchter drauf an. Also 8 Wochen ist ja legitim. Ich darf ja, Hunde werden häufig mit 8 Wochen abgegeben. Je nachdem, wie viel Mühe sich der Züchter gibt, sind 10 Wochen auch in Ordnung. Je weniger die Hunde kennenlernen, umso eher sollte man den Hund zu sich holen. Und natürlich, man kann das alles wieder aufholen, aber die Umweltgewöhnung so, wenn man eben eh schon zum Züchter geht, dann würde ich den Welpen wirklich eher früh zu mir holen als zu spät. Außer es geht halt einfach so terminlich nicht anders. Aber wenn die Züchter dann nicht viel mit dem Hund machen und da auch nicht viel Wert legen, würde ich den immer mit 8 Wochen nehmen als mit 10 Wochen. Und genau, also, ne, also wenn dann der Züchter mit dem Hund im Stadttraining macht und positiv arbeiten ist, ist das alles super. Aber es gibt so wenig Züchter, die wirklich mit Leckerlis, also die sich richtig reinhängen bei den Welpen. Und dann ist es besser, wenn man den Hund mit 8 Wochen holt. Ja. Eine Züchterauswahl fand ich super schwierig. Tierschutzverein fiel mir irgendwie leichter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch mit mehreren Kontakt, habe alle. Also was ich für mich ausgeschlossen habe, war ein Hund in Einzelhaltung, also auch ein junger Hund, wenn die halt in der Pflegestelle aufwachsen, wo nichts anderes ist. Keine Hunde, keine Katzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Hunde dann Ressourcen verteidigen, ist einfach viel zu groß. Das heißt, das habe ich für mich schon von vornherein ausgeschlossen. Und auch wenn ich zum Züchter gehen würde, ich finde es super schwierig zu gucken, ist es wirklich ein seriöser Züchter, das eine. Passen die Hunde zu mir? Das ist ja das nächste. Also passt dieser Züchter zu mir? Passt dann der Welpe zu mir? Und auch wenn ich mir einen Hund vom Züchter geholt hätte, ich hätte den genauso mit Adaptier unterstützt. Ja, ich hätte den genauso, also der Uli trägt ja auch einen kleinen Zeckenhalsband und dazu ein Adaptilhalsband. Das hätte ich beim Züchterwelpen auch gemacht. Auch die Autofahrt, ich hätte dem auch Adaptil gegeben, ich hätte dem auch eine Reisetablette gegeben, das hätte ich alles gemacht. Man kann halt den Welpen eher in Empfang nehmen. Durch das Auslass, durch die Tollwutimpfung kann man halt Welpen, und dann eben sind es ja schon Junghunde, aus dem Ausland erst mit 16 Wochen in Empfang nehmen. Aber wie gesagt, das kommt sehr drauf an. Man kann natürlich vieles ausgleichen. Ich habe jetzt mit Odi wirklich das Glück, dass er, ja, er zeigt seine Ängste, er hat aber insgesamt eher wenig Angst. Er ist sehr aufgeschlossen, er zeigt sehr viel Umwelterkundung. Das Einzige, wo er wirklich noch Angst hat, sind Hunde, aufdringliche Hunde, generell Hunde. Na, also
Er war auch hier erst mit den Hunden sehr verhalten. Das hat sich jetzt doch um einiges gewandelt. Aber er ist zum Beispiel noch nicht so mutig oder noch nicht so angekommen, dass er spielt. Also er spielt noch nicht mit den Hunden, er spielt mit Spielzeug. Er lässt sich mal auf ein Zerrspiel ein, aber er ist jetzt noch nicht so, wie man sich das in der Welpenspielstunde denkt, dass er jetzt hier mit den Hunden durch die Gegend flitzt. Das sind doch alles die Hunde, die ich jetzt hier habe. Ältere Hunde, die spielen noch nicht mehr so. Und da fängt er erst so langsam an, aus sich rauszukommen. Die Hunde sind da auch wirklich cool, die lassen ihm die Zeit. Also die sind da ganz entspannt, ne? Und das finde ich auch wichtig, dass die alten Hunde den neuen Hund nicht so bedrängen, aber auch andersrum, wenn der Welpe mehr Interesse an den Hunden zeigt, dass die alten Hunde eben auch geschützt werden. Wenn man dann sagt, ich möchte halt einen Welpe, weil die Erziehung liegt nicht bei unseren Hunden, die Erziehung liegt bei uns. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, jetzt hättet ihr noch die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen. Es ist ja so, dass ich heute Abend nochmal 19:30 Uhr für euch online bin mit dem Thema Problemfälle im Dog Walking in der Hundebetreuung. Ich möchte euch zeigen, wie man denn so eine Problemanalyse erstellt, was das alles bedeutet, was man auch als Dog Walker gut machen kann und was man nicht so gut machen kann. Und morgen ist die Aktion ja schon wieder zu Ende. Morgen möchte ich mit euch nochmal so ein bisschen drüber reden, wie man so dieses erste Jahr, wie man am besten sein Geschäft zum Laufen bekommt. Also morgen geht es eher nochmal in das Thema Business rein und ich möchte euch eben die Boni vorstellen, die ich für euch vorbereitet habe. Und denn ich biete ja eine Dogwalker-Ausbildung an und am 23., ich muss jetzt kurz nachgucken, 24. Oktober startet die nächste Dogwalker-Ausbildung in der Kompaktvariante. Und das ist das gleiche wie die Normalvariante, nur ihr seid schneller fertig, ihr habt den gleichen Input. Jetzt gucke ich mal kurz, was die Lara im Chat noch geschrieben hat. Philo beherrscht mittlerweile Sitz und Co. Auch den Abruf im Garten bzw. an der Schleppleine hat er verstanden. Aktuell kommt er aber verstärkt in die Pubertät und manchmal stellt er bewusst etwas auf Durchzug. Nach dem Motto, ich will jetzt einfach nicht. Gibt es noch mehr Tipps, als eine Bindung über Leckerchen, Spiel und Körperkontakt aufzubauen? Hast du Tipps für bestimmte Übungen, welche die Bindung zwischen uns stärken kann? Man merkt, dass er das gemeinsame Arbeiten mit Menschen in dem Sinne noch nicht kennt. Selbst gemeinsames Spiel in Richtung Apportieren musste ich ihm erst zeigen. Vielleicht hast du noch Ideen, damit ich für ihn interessanter werde. Also erstmal, meistens ist es so, die Jugendentwicklung ist für die Hunde sehr schwierig. Man kann sich das wie Teenager vorstellen und es ist nicht so, dass er nicht will, sondern er kann nicht. Sein Gehirn sagt, es geht jetzt nicht. Was ich dir empfehlen würde, ist die Arbeit mit der Top-20-Liste. Also anstatt zu sagen, okay, ich werte die Leckerlis immer weiter auf, ich kaufe jedes Spielzeug, was es auf dem Markt gibt. Schaue ich lieber, okay, was hat denn der Hund für Hobbys? Guckt der Hund gerne, horcht der Hund gerne, wittert der Hund gerne? Und da schalte ich mich mit ein. Ja, ich arbeite also mit einer Top-20-Liste. Und das ist so das, womit du wirklich Bindung aufbaust, weil du ganz viel über Kooperation arbeitest. Und der Hund darf das machen, was er möchte, aber eben mit dir. Na, also das habe ich ja mit Odi jetzt, das mache ich immer noch. Darauf wird mein Fokus liegen. Ja, die nächsten Jahre, wahrscheinlich mindestens ein Jahr und dann wendet man es an. Man wird es immer, ich mache das immer weiter und darauf liegt mein Fokus. Dass bei Junghunden etwas nicht klappt oder dass sie eben mal nicht reagieren, finde ich ganz normal. Da muss man einfach konsequent bleiben. Aber einfach, wenn man sich halt nicht durchsetzt, dann setzt man sich nicht durch. Da geht die Welt wirklich nicht unter. Und auch mal ihm Ruhe gönnen, dass man Spaziergänge so wählt, dass zum Beispiel wenig Umweltreize da sind. Nicht ständig auf die Hundewiesen rennen. Das ist für die jungen Rüden echt meistens viel zu viel. Und dann haben die so einen Testosteroneinschub und dann können die wirklich nicht mehr. Na, also so die Top-20-Liste, Arbeit mit der Top-20-Liste, das wäre so mein Tipp für dich, um noch mehr Bindung aufzubauen. Okay, dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Wenn ihr euch die Aufzeichnung anguckt, ihr habt noch Fragen, dann schreibt sie einfach und ich beantworte sie euch später.
Ich bin dann um 19:30 Uhr wieder für euch online und ich freue mich auf dieses Thema. Ich hoffe, dass ihr zahlreich dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch ein paar schöne Stunden und genau, genießt die Zeit mit euren Hunden. Bis später!